So, hallo miteinander und willkommen zurück zu Toll Warhammer 2 mit Torrin Kent. Weiter geht es mit Clan Ashen. Wir sind dabei, Karak Azul hier den Rest zu geben. Endlich, muss man sagen. Beziehungsweise Clan Lucas wird wahrscheinlich vor uns da sein, da unten auf der linken Seite. Wir gucken mal, dass wir... Ja, war ich mal ganz ehrlich... Würden das Gebiet hier auch einnehmen mit Karak and Peaks und dieses Zeug hier. Ah ja, diesen ganzen komischen Crooked Moon Rebellen traue ich auch nicht so richtig über den Weg. So, Rebellion. Skaven are not ashen. No, no. Plündert der hier. Ist jetzt autoritär, wird immer besser als Aufseher. Sieht die Armee des vorigen Kommandanten Svena Eisenbart. Ah ja, hier. Junge, du sollst den da angreifen, nicht den hier. Die muss ich besiegen, offensichtlich. Das machen wir auch gleich. So. Erst schlagen wir uns kurz hier durch. Es ist auch noch ein Hinterhalt. Die sind so chancenlos. Okay. Ritterschaft und Nahrung, ja. Widerstandsgedanke erhalten. Drei Punkte von Kämpfern auf. Rüstung, Nahkampfabwehr. Kannst du ja da mal mitnehmen. Hast du sowas? Ja, hier. Das nächste Level Up. Das könnten wir ihn selbst auch noch ein bisschen verbessern. Den Zusatzbuffs hier mit den schlüpfrigen. Oder wir gehen natürlich hier die Geschichten aber eher. Bereichsverstärkung, Führerschaft und Nahkampfabwehr. Wäre auch noch eine Idee. Aber ich glaube. Mal den Experten lieb. Weil wir zu wenig Zeug haben. Gut. Kra. Ist die Schweifwaffe? Könnte man machen. Aber der ist jetzt langsam sehr, auch sehr, sag ich mal, vielseitig einsetzbar. Da, ja. Kann man hier vorbei. Zumindest für kurze Zeit hier Ruhe. Dich könnten wir ausbauen. Ich würde aber eher dich ausbauen. Okay, und du läufst dann tatsächlich mal weiter. Unglaublich, wenn man bedenkt, wie wir mit Clan Stryker quasi überall das Zeug gespawnt haben. Man sieht ja mittlerweile, ist das ja alles anders geregelt. Da macht das anders, ist es halt wirklich teurer, das alles auch auf sich zu behalten. Wir haben den Hofstadt über das getroffen. Wirklich. Mal bei dir kurz nachschauen. Die halten sich immer noch hier auf der Insel. Okay. So, die übliche Ordnung hier drüben sagt, wir sind noch bei plus 1, also es wird immer besser. Keine Effekte momentan. Könnten auch schon upgraden auf Level. Hast du nicht gesehen? Okay. Lass weiter da hinten stehen. So. Können uns jetzt auch wahrscheinlich das Problem mit, wenn ich jetzt Snitch rausschicke, um seinen Auftrag zu machen, zahlen wir 2 Runden lang den vollen Unterhalt für die Armee da vorne. Super. Hast du fein gemacht. Hast du richtig fein gemacht. Da ist der alles nieder. Gut, jetzt, ich will mich nicht beschweren, er hat jetzt fast immer
das gemacht, was sie von ihm wollten. Jetzt hat er einmal mal gemacht, wonach ihm war. Was Rattiges. Einfach mal zu töten. Mich so ein abgebrochen, richtig. Er wurde ja besiegt gerade eben. Wir waren quasi live dabei. Komme ich mit dir nicht viel weiter als mit dir. Gut, zumindest haben wir jetzt so langsam halbwegs ein wesentliches Einkommen wieder. Wir sind jetzt auf plus 5 hier oben. Ja, du bringst doch Nahrung auf den höheren Dingern hier. Ne? Ja, ja. Und schalte die genialen Pläne. Wir sollten auf jeden Fall keine Generatoren hier mal errichten. Aufteilung. Gebäude 6. Also wir werden eigentlich auf nur noch. Nee. Wir werden auf 8. Wir werden auf minus 4, wenn wir jetzt rauslaufen. Sobald wir aus der Provinz raus sind, wird es noch schlimmer. Ach, scheiße. Die Stufe, die brauchen wir tatsächlich noch. Wir haben 2. Dauert. Wir haben hier kein Wachstumsgebäude in der Provinz. Warum nicht, wenn das so lange dauert? Okay. Und weiter. Ihr seid jetzt ein bisschen boring, zugegebenermaßen. Weil wenn kein Rhythmus uns die ganzen Feinde hier wegballert. Jetzt der Verteidiger mit Lubadas Frieden verhandelt. Ja, ich erinnere mich schmerzlich an meine Auseinandersetzung mit Lubadas als Krokka. Wir müssen sich überlegen, wie wir als dieses angreifen. Am besten wäre irgendein Opfer. Oh Gott, jetzt belangert der das auch noch. Vor allem sind noch jemand, der nicht ganz so heftig stark ist. Da wären die Abstechen Gits eigentlich optimal, oder? Box sind's auch. So, wir kommen mal hier hin. Hab ich gehört. Hi. Jo, die Zwerge, also ganz ehrlich, die Zwerge sollten da definitiv rauskommen, oder? Die paar Schwarzorks. So, weil, ne, das, ne, das geht noch zu oben, warte mal. Ja doch, die zwei und das Dingo-Kratz-Dingsbums hier. Das könnte man auch noch mal, hätten wir die Tür hier nach Westen offen. Ich will das hier besiedeln. Ich will wissen, was es da für ein Dingsgebäude gibt, ein Spezialgebäude. Nur darum geht es mir. Da habe ich jetzt ein, ich kann keine weiteren Generale anheuern. Wie übel ist es denn? Lauski, es ist 0. War noch keine Option, leider. Was ist das mit belagert? Oh. Von den Zwergen bestimmt. Da kann man gleich ehrlich gesagt hier hochlaufen und werden bei den Zwergen in der Hauptstadt tiefenreich etablieren. Ja. Außer, ganz ehrlich, wenn die Orks so am Arsch sind, dann sollten wir hier vermutlich eher so durchziehen. Und gegen Karakasgal und die Krummzahnfeste hier. Todesklamm soll hier, glaube ich, sein. Oder da? Geht alles auch. Schau dich mal hier hinten um schon mal. Was der hier so an Armeen stehen hat. Unsere Pläne verschieben sich hier ständig.
Weiter geht's. Ach ja, ich will einfach nur wieder kämpfen. Gegen irgendjemanden. Haben wir noch ein, zwei Runden drin, dann haben wir hier genug Zeit, um rüber zu gehen, zu kolonisieren und wieder zurückzukommen. Weil wir natürlich dann dort dann genauso Revolten haben werden. Ja, so Schwarzwitz ist in Zwergenhand. Autsch. Ich hoffe, die lassen uns in Ruhe. Oh. Gibt's eine Konföderation? Oder ist das die Schwarzwitz-Provinz gewesen? Esthöhle ist gebaut in Karak Azul. So. Mal ein bisschen Salz anfangen zu produzieren. Nee, eigentlich brauchen wir hier den da. Ja, guck mal an. Sie haben sie besiegt. War da die Locke offensichtlich. Ah, das wird eine heftige Schlacht. Ah. Moment. Hier. 10% Schaden zufügen. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass das mehr wert ist. So. Bestätigen. Weniger Führerschaft für euch. Er hat nur Infanterie, das heißt, wir können die echt um. Theoretisch könnten wir die über die ganze Karte kiten, fast. Das sind die einzigen gefährlichen Einheiten. Im Prinzip. So. Angriff! Gerade kommen. Gott, ist das ein Runentyp? Das ist ein Nahkampf-Spezialist. Die Stadt selber hat ja auch noch ein bisschen was. Oh Gott. Ich nehme mal ein paar mit. Wegen der ganzen Fernkämpfer. So, dann mal endlich wieder eine Schlacht. Und dann auch so eine üble. Ugh. Eine richtig üble. Wir haben halt immer noch keine Artillerie. Das ist auch etwas problematisch. 19 ist okay. Okay. Mal diese ganze Meute hier. Kommt als zweite Reihe dahinter. Bis jetzt sind zumindest sneaky. So. Ja, ihr passt quasi auf die Artillerie auf, ne? So. Achso, und du lustiger Tipp kommst auch hier vor. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so schlau. Mach mal hier den da an. Assassinated die hier mal. So, Giselles beginnt zu schießen. So, rennt mal weg hier. Holt sie euch! Abhauen. So, da sind diese Mortars. Die sind schon ganz gut. Nee. Halt. Bleibt hier stehen. Schieß mal die hier. Zieht ihr mal zurück. Schauen wir da mal jemanden hin, der im Weg steht. Die hinten sind ein bisschen isoliert. Da könnte man vielleicht angreifen, ja? Das ist natürlich der falsche Mann hierfür eigentlich. Ja, mal hier den Buff. So, du machst den da. Oh. So.
den hier. Und diese Langbärte, ihr kommt hier auch mal weiter zurück. So, jetzt haltet sie auf. Sie müssen auch weiter weg. Was sind unsere Rattling Guns hin? Haben sie die zerlegt? Nee, haben sie nicht zerlegt. Mal hier rüber. So, ihr müsst euch alle zurückziehen. So, ihr kommt mal hier rüber. So, ihr. Komm, ballert die weg. Na, wobei, warte. Na. Hört mal die hier an. Snitch, willst du immer hier die. Notiert die mal. Hält mal hier hinten. So, warte, du. Slingers, haut mal ab hier. Weg, 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 weg. Habt ihr euch gerade selbst gekillt? Das sah nur so aus, ne? Das waren nur fliehende Typen, ja. Giselles, weg hier. Jetzt der Infanterie-Lidia, die wird hier zersäbelt gerade. Da ist auch nicht mehr viel übrig. Sie müssen mal darüber. So. Giselles kommt da raus. Ihr geht darüber helfen. Ihr beschießt mal die hier. Hier, Klingsturm. Sammeln. Und erschütterlich natürlich auf dich selbst. Hat die jetzt gekillt hier mal? Nee, die leben immer noch. Zwar beide. Da ist auch noch einer. Wir beschießen natürlich jetzt natürlich unsere eigenen Leute auch, ne? Jetzt solltet ihr das jetzt mal lassen. Ist die da hinten? Schießt die da hinten? Ja, rennt, passt schon. Ihr sollt nicht sterben, unbedingt. Wäre gut, wenn ihr nicht sterben würdet. So, die Dinger hier. Cluster-Mortar-Bombs. So, jetzt gibt's noch mit der MG eine drauf. Jetzt kommt Snitch die hier weg, das gibt's doch nicht. So, der flieht auch. Ich glaube jetzt. Nein. Es fliehen noch nicht alle. So, kommt, rennt mal hier vorbei und schmeißt noch eine Salve rein. So, und jetzt könnt ihr sie mal. Das sind echt irgendwelche Typen, den Giselles hinterher gerannt. Wow. So, ich denke, es wird Zeit. Uns da hinten mal einzumischen. So, los! Bergwerker. Ihr euch. Hier fliehen schon wieder alle. Ah. Jetzt hier die Jungs mit den Armor Sundering, komm schon. Das müsste jetzt damage-technisch auf jeden Fall klappen. Spätestens wenn unsere Fachmänner hier dran sind. So,
zieht mal hier so ein bisschen nach der Dream und greift die an. Hier ballert jemand ordentlich rein. Wir haben noch ein ganz kleines bisschen Munition. Sehr schön, Sieg für uns. Was die Orks nicht konnten, haben wir jetzt erledigt und tatsächlich einige von unseren Leuten hier nochmal ordentlich verbessert. Das ist super. Aber nicht, dass wir irgendeinen der Leute völlig verloren haben. Pyrosieg, ja. Ich meine, es war ein Fullstack voller Langbärte. Okay? Ja, sieht das aus. Wir haben, glaube ich, keinen verloren. Er hat die meisten Kills, die hier alle ordentlich. 336 auf dem hier. Okay. Tatsächlich haben sich unsere Helden richtig gut geschlagen zusammen mit den Triaden. Da habe ich mich doch durchaus gefreut. Win kill. Victory, yes. 14 Nahrung. 3000 Holz. Oh nein, wir haben sie doch verloren. Nein! Ja. Hier. So. Na, ja, das geht. Da werde ich jetzt kein Fass aufmachen, deswegen wollen wir die Stadt überhaupt. Ja. Snitch grows more deadly, ja? Oh, der Sturmbrecher ist tot. Schild der Verwirrung. Schild der Verwirrung passiert hier nachher mal minus 5. Kampf haben wir plus 5 ansonsten. Karakasul ist vernichtet. Eine unserer Kampagnenziele ist damit erledigt. Ja. War nichts sinnlos, was wir hier gemacht haben. Ja. So. Steh oder stirb. Warp gewieft. Die ganzen. Ja, definitiv mal die Waffenteams noch verbessern. So, wen können wir denn jetzt als Ersatz mit reinnehmen? Du bist ja erstmal 10 Minuten weg. Das heißt, wir nehmen mal die Flegelinfanterie, ha? Muss ja irgendwas für die Frontlinie sein. So, und Tagen hat ein weiteres Level. Hier, Trophäe des Assassinen. Fluch. Dauer halbe Minute. Man ist ein Kommandant oder Held. Ist klar. Ja, jetzt müssten wir Nebelberg theoretisch auch noch besiedeln. Eigentlich müssten wir ständig jemanden stehen haben. So, was gehört jetzt noch dazu? Die Todesklamm. Die ist da unten. Wie schaut es denn in Karak Asgal aus? Nicht leer. Ja, wobei es hat zumindest eine ordentliche Garnison. Das sind Mauern, ja. Pfähle. Ja, eine Menge Orkmoschers, aber wenn wir hier vollständig sind, dann geht das schon. Es ist so. die Pferde hier oben. Das ist aber so krank. Ja, das Problem ist, wir bräuchten, dass ich hier vorne irgendwo ein Rekrutierungszentrum, weil jetzt jedes Mal nach da hinten rennen ist suboptimal. So, minus 4. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor wir hier bauen wir dich aus, dass wir da auch eine Stadt, eine Dings bauen können. Eine Mauer. Schwarzfels. Tiefenreich erweitern. 1719. Mach mal. Gönnen wir uns mal. Eine Stadt in Schwarzwelds Todespass errichtet. So, gibt es jetzt irgendwelche Neuigkeiten hier? Wir können Nahrung generieren. Was schon mal nicht schlecht ist. Was können wir denn noch machen? Wir bräuchten ja eigentlich Geld. Geld war wo nochmal? Hier. 20% vom lokalen Einkommen. Versteckt der Diebe. Doch 1 Nahrung. Das heißt, wir brauchen erst 1 davon und danach das andere, um es zu egalisieren. Die Mordlöcher. Gesundheitskosten würden uns aber die Entdeckung etwas ersparen. So, und du bekommst jetzt mal Level Up. Aber tatsächlich, trotz dem hier so viel bezahlt. Heftig. Energie stehlen. Schon das Rad jetzt wird sich. Ja, das könnte man auch mal.
Ja, so lauter Sneaky-Geschichten machen hier mit Sui. Aber all das dann in den nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Torren.